Für Andreas Brehme, der energisch begann, dauerte die Partie nur knapp eine halbe Stunde. Erste Diagnose: Kniemuskelzerrung. Lothar Matthäus hatte einige starke Szenen, so wie die folgende. Dazwischen aber auch viele Verschnaufpausen. Sein bester Auftritt in der zweiten Halbzeit, hier noch einmal in der Wiederholung. Im Merzer Stadion brannte bei so viel Aufregung nicht nur die Luft. Und die festliche Stimmung begann immer mehr zu schwinden, insbesondere nach diesem 1:0 durch Wohlfahrt, just als Brehme behandelt wurde. Die haben einen Fehler gemacht, die haben uns kommen lassen, die haben sich hinten reingestellt. Und deswegen haben wir die erste Halbzeit sehr dominiert. Wir hatten natürlich auch Chancen, wir waren vom Tor gewesen. Wir haben bloß etwas Zeit gebraucht für das erste Tor, das ist uns gelungen und das andere ist dann fast von alleine gegangen. Die zweite Halbzeit war ein bisschen kritisch gewesen, da haben wir sehr kämpfen müssen, rennen müssen, aber wir haben es geschafft. Geschafft ja, aber mit einem dicken Auge. Wie man dazu kommt? Das war ein Ellbogencheck, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, ich bin kurz gelaufen und der Ferry ist mit der Hand rausgefahren und hat mich total getroffen. Sehr freundschaftlich ausgedrückt für diese klare Tätigkeit von Bergomi. Hier. Ja, das ist bekannt, wenn die Italiener hinten legen, dass sie mit allen Mitteln wehren. Aber wir haben gut dagegen gehalten und muss dem Schiedsrichter Lob aussprechen, er hat viel gesehen. Aber vieles hat er eben auch nicht gesehen, der Signore Galla aus der Schweiz. Zum Beispiel dieses überharte Einsteigen, insbesondere gegen Augenthaler. Die Zeitlupe verdeutlicht eine weitere klare Tätigkeit. Wiederum durch Bergomi. Jetzt. Dennoch, der gestern Abend phasenweise meisterliche FC Bayern ließ sich nicht provozieren und aus dem Konzept bringen. Das zweite Tor nur 4 Minuten nach dem ersten Streich. Schütze Augenthaler. Er war gestern ohne Frage einer der Besten beim FC Bayern München. Ich bin hochgegangen. Es war doch ein bisschen eine Entfernung, glaube ich, von 10 Metern. Und es war Glück, dass der genau gepasst hat. Es hätte immer länger waren. Ja, ich kann es bis jetzt noch nicht richtig glauben. Ich meine, ich bin auch sprachlos in der Beziehung, ja, weil es keiner glaubt hätte, dass wir weiterkommen. Ja. Auf uns hat doch keiner einen Pfiffling gegeben. Ich glaube, erst, wenn ich es morgen in der Zeitung lese. Gelesen haben dürfte er auch von dem 3:0 durch Wegmann. Ein schönes Tor auf Zuspiel des ansonsten blassen Ekström. Ausgewechselt wurde aber später Wegmann. Dass das Mailänder Publikum in der zweiten Halbzeit doch noch so feiern konnte, lag an der folgenden Szene. Lothar Matthäus. Dann kommt der Ball zu Serena und das 1:3 unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Auch diese Szene noch einmal aus anderer Perspektive. Serena, einer der Besten überhaupt auf dem Platz. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie das Tor vergessen müssen. Wir haben 3:0 geführt, wir führen 3:0 in der Halbzeitpause. Ein Ergebnis, wo man mit weiterkommt. Und das habe ich der Mannschaft vermittelt und muss sagen, dass wir in der zweiten Halbzeit so gespielt hat wie Inter in München in der Abwehr und haben auch gekontert. Nur es war nicht das Glück auf unserer Seite, dass wir auch den ein oder anderen Konter mit einem Torerfolg abgeschlossen haben. Glück hatten die Mailänder allerdings auch nicht und gegen sich den gestern sicherlich stärksten Torhüter der Welt. Ja, das ist sicherlich richtig, nur wie ich vorher schon gesagt habe, man sollte das Interspiel jetzt nicht überbewerten. Und es ist sehr erfreulich, dass ich gut gespielt habe, aber sollte nicht vergessen, dass die Mannschaft natürlich genauso dazu beigetragen hat. Ein bescheidener Mann, der erste Torwart des FC Bayern München, der lange die Nummer 2 war hinter Jean-Marie Pfaff. Ohne seine Weltklasseleistung wären die Münchner gestern Abend sicherlich ausgeschieden. Das merkten auch die Interfans und versuchten ihn zu irritieren. Also ich habe mental da überhaupt keine Probleme damit, denn mir ist es persönlich lieber, es sind 70 oder 80.000 oder noch mehr im Stadion, als wenn ich vor 10.000 Zuschauer spiele. Umso schöner lässt es sich auch feiern. Unten die Bayern, oben ließ man einen anderen alten Bekannten hochleben.